So, diese beiden Männer, die haben ja eine ganz besondere Welt. In dieser Welt, da fahren 1040 Züge auf mehr als 50 Kilometer Bahnschienen. Täglich starten 47 Flugzeuge. Und Achtung, der HSV gewinnt immer. Über 1 Million Zuschauer reisen durch die Schweiz, durch Skandinavien, durch die USA und demnächst auch durch Monaco. Herzlich willkommen nochmal, Frederik und Gerrit Braun. Vom Miniatur Wunderland. Komm, da müssen wir alle. Ja, zum Applaus. Wir müssen das einfach selber machen. Ja, Applaus, so ist es. Ne? Ja, vor 2 Jahren wart ihr zuletzt in unserer Sendung und da habt ihr angekündigt, dass Monaco demnächst eröffnet. Aber es gab offensichtlich Schwierigkeiten. Welche sind das? Ja, da bin ich dran schuld, so ein bisschen. Weil, du bist schuld. Ich wollte so gerne, dass in Monaco, weil das passt dann zu diesem ganzen Brumborium, was Monaco sowieso schon so bietet, die Formel-1-Strecke mit dazu bauen. Mit fahrenden kleinen Formel-1-Autos. Und da war der Griff zu den Sternen wahrscheinlich ein bisschen zu wohl unüberlegt, könnte man sagen, weil es dauert länger. Es ist quasi, wir machen Fortschritte, aber um diese ganz kleinen Autochen realistisch mit Überholen und Bremsen vor der Kurve und Lärm, ohne dass man da einen Akku, einen Motor oder irgendwas reinbauen kann, sondern es braucht ein anderes Konzept. Da sind wir zu dritt im technischen Bereich intensiv am Programmieren und Tüfteln und so weiter. Und eigentlich scheitert es daran, dass wir keinen Hersteller finden, selbst in China nicht, die haben aufgegeben nach einem Jahr, die uns diese Hardware-Platinen, die wir dafür brauchen, die Straßen werden Elektroplatine sein, wo Magnetfelder erzeugt werden, kann keiner herstellen. Mhm. Also vielleicht hat Kenser ja einen Tipp irgendwie. Es ist nicht wahrscheinlich wie nachher Bilder. Die gehen selbstbewusst an das Thema ran, sagen, oh, ist auch kein Hexenwerk, hier leicht Leiter bauen und da ein paar Chips und wie auch immer. Aber dann sehen die irgendwann, dass diese Art der Magnetfelder zu führen auf der einen Seite eine mega geile Idee ist, aber auf der anderen Seite, also ist ein bisschen neu. Und da ist die Tücke im Detail, sodass der chinesische Hersteller, der vermeintlich der einzige auf der Welt dann blieb, der es kann, jetzt uns eine Absage gegeben hat und jetzt ändern wir gerade alles wieder, gehen mit den Anforderungen runter, um es dann endlich herstellen zu können. Denn das Konzept steht, die Software ist fast fertig mit Überholmanövern und allem drum und dran. Jetzt müssen wir nur noch mal unsere Strecke hinkriegen und dann kann Monaco im Wunderland auch eröffnet werden. Dann geht's es los. Dauert also noch. Beim Modellbauhaus ist es fast fertig, eigentlich schon lange. Die Modellbauer schauen eigentlich mit den Füßen, dass es endlich losgeht. Ja, jetzt haben wir dann erstmal Rio angefangen zu bauen, damit er endlich mal Zeit hat, fertig zu werden. Der hat eben wollte gesagt, du gibst nicht auf, ne? Na. Nee, das kenne ich nämlich vom Flughafen. Vom Flughafen damals, das war, ich glaube 2011 ist der fertig geworden, hat er 5 Jahre lang immer gesagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, Frederik, wir müssen uns von dem Flughafen verabschieden. Und da haben wir mal mit ihm mitgezittert und dann ist das Sensationsding schlechthin geworden. Und jetzt sagt er mal, ich schaffe das nicht und wir sagen mal, ja. Aber das dauert ein bisschen und dann ist das fertig. Das aber 5 Jahre für einen Flughafen ist ja für einen Berliner Flughafen gar nichts. Das ist ja für alles ganz schön schnell sogar. Aber wir haben 3 Jahre an der Elbphilharmonie gebaut. Ja, wow. Man hätte euch früher fragen müssen. Also. Da kann man doch hoffen, dass Monaco, vor allen Dingen, weil so liebevolle Details, wie du eben erzählt hast, mit Schwarz-Weiß und 20er Jahre, sowas ist ja offensichtlich alles schon fertig. Ne? Das ist dann nur noch die Technik. Die Modellbauer, die warten wirklich darauf. Ja, und wir haben ja schon mal fahrende Formel-1-Autos gesehen in seiner Teststrecke und so. Und deswegen für mich als Nicht-Techniker sage ich mir, es macht endlich das groß, es hat doch in klein funktioniert. Das hat mich schon persönlich umgehauen, als jemand, der viel gewohnt ist. Also wenn Gerrit das Ding fertig kriegt, dann Druck. Dann ist das ist eine Weltsensation. Ab, wirklich. Der Druck heute. Ja. Wie habt ihr denn die Corona-Zeit überhaupt überstanden? Das ist ja auch nicht ohne für so einen Betrieb wie euren. Ja, das ist ein absolutes Wechselbad der Gefühle gewesen. Hinterher vergisst man ja manchmal, wie man gelitten hat. Also damals, vor 15 Monaten im März, war das schockierend, weil wir nicht wussten, was passiert mit uns, wo geht das hin, wie lange dauert das. Wir haben erstmal alle nach Hause geschickt, alles auf Hold gesetzt und haben so nach einem Monat gemerkt, okay, wir haben durch unseren Notfalltopf, den wir immer beiseite gelegt haben, keine Schulden, haben wir gesagt, nee, das schaffen wir irgendwie. Und das geht ja auch irgendwann weiter. Und dann haben wir gedacht, sehr schnell wieder angefangen zu bauen und haben dann im zweiten Lockdown uns eher schon in der Zeit im Sommer letztes Jahr vorbereitet. Falls es nochmal passiert, haben wir so eine Liste gemacht, so was können wir denn mal Dinge machen, wo die Besucher ja eigentlich stören. Einen Fußboden neu machen kann man ja nicht, wenn man jeden Tag geöffnet hat. Ja, klar. Flughafen, die Landebahn doch mal neu machen, nachdem sie 10 Jahre alt war. Und haben eigentlich gesagt, Mensch, können wir sogar gebrauchen, könnte ja mal passen, endlich mal ganz in Ruhe Dinge zu machen. Und dann wurde es länger und länger und länger, die Liste war abgearbeitet und dann war es wirklich hart am Ende. Keine Kritik, kein Lob mehr zu bekommen, man baut und baut und baut und hinter einem steht niemand, der einem sagt, ist das eigentlich gut oder schlecht. Eben. Und deswegen ist das jetzt alleine dieser Anfang mit ein paar Gästen wieder mit 25% ist Gold wert.
Mhm. Für mich war ganz wichtig in dieser Zeit, ich kenne ihn, er wird jetzt gleich verlegen werden, weil er das in der Form noch nie so gehört hat. Aber das ist mir in den letzten Tagen sehr bewusst geworden, wenn man merkt, es geht wieder los, dann vergisst man es auch ganz schnell. Mhm. Und dann schaut man mit einem ganz anderen Blick auf diese anderthalb Jahre zurück. Mhm. Und ich glaube, uns allen, den 300 Mitarbeitern und auch mir, der versucht hat, parallel das technisch irgendwie alles weiterzulösen, hast du unheimlich viel Halt gegeben. Er hat nämlich einmal in der Woche einen Corona-Newsletter geschrieben an die Mitarbeiter, auch mit der Bitte, bringt euch ein und habt ihr Sorgen oder wie auch immer. Wir haben versucht, die Kurzarbeit aufzuzahlen, die studentischen Aushilfen weiterzubehalten und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich größtenteils aus deiner Feder entstanden. Und mir ging es so, wenn ich im Homeoffice dann auch häufiger saß am Programmieren und seinen Newsletter, den wir zwar besprochen hatten, aber er hat ihn dann in Worte gefasst. Das war faszinierend. Das möchte ich an dieser Stelle mal bedanken. Das hat uns alle wirklich durch diese Krise gefühlt. Ja, wenn ihr euch dann als Bruder noch so ein Kompliment... Das zweite Mal feuchte Hände. Also ich muss mal sagen, Michelle, das ist also, ich habe dir an den Lippen geklebt. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt als nächstes kommen, könnte ich gar nicht mehr über das Wunderland reden. Dankeschön. Weil mich das so mitgenommen hat. Aber danke. Ich danke dir. Also, du hast uns durch diese Krise geführt. Ich kann ehrlich sagen, ich und ich glaube auch viele im Wunderland nehmen auch positive Sachen mit. Und ich war jetzt essen. Und Essen habe ich zelebriert, essen zu gehen. Das war für uns ja normal alles. Und das ist ja auch etwas, was man mitnehmen kann aus dieser Zeit. Dinge wieder zu schätzen, die man als ganz völlig normal und selbstverständlich angenommen hat. Und also ja, ich sag mal, ein weinendes und ein ganz großes lachendes Auge. Und wir sind sehr zusammengewachsen und haben ganz, ganz, ganz viel gebaut. Ja, vor allen Dingen habt ihr die Zeit ja aber auch mal eben so genutzt, um wieder einen Weltrekord aufzustellen. Ihr seid ja wieder im Guinness-Buch der Rekorde mit einer total, also wirklich wahnsinnigen Aktion. Wir haben auch Bilder davon. Erklärt mal ganz kurz, was ihr da wieder gemacht habt. Das ist langweilig geworden. Nee, wir haben tatsächlich den Platz genutzt. Wir haben mitten komplett durchs Wunderland eine etwas größere Eisenbahn, eine sogenannte Spur G-Eisenbahn aufgebaut und haben 3000 Gläser mit Wasser gefüllt und gestimmt und haben uns gefragt, geht das nicht einstimmig, sondern vierstimmig, ein Classic Medley aus 26 Stücken zu machen, 6 Minuten lang mit einem Zug angespielt und mit Bömmeln. Und dass die Leute das erkennen. Und es haben alle gesagt, das geht nicht. Und das war für mich natürlich dann der Ehrgeiz, sich 50 Wunderländer zu schnappen, die alle Zeit hatten. Und dann haben wir tagelang Gläser gestimmt, Probleme gelöst, die wir vorher nicht erkannt hatten, dass das Wasser verdunstet und man eine halbe Stunde später den Ton gar nicht mehr erkennt, den man gerade gestimmt hat. Wahnsinn. Aber das Ergebnis ist um die Welt gegangen. 100 Millionen Menschen haben auf verschiedenen Kanälen dieses verrückte Video gesehen und das ist, dafür leben wir. Das ist einfach irre. Wir gucken mal rein. Das Video, ne? Und in der aktuellen Internetwelt sind 20 Sekunden ja schon ein halbes Leben. Und wie viele Leute das 6 Minuten durchgeguckt haben, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und schön, das Wunderland im Hintergrund. Also eigentlich war der Lockdown auch da wieder was wert für uns. Es ist um die Welt gegangen. Toll. Ja, toll. Und ihr habt ja auch die Zeit natürlich auch genutzt, um euch neue Sachen auszudenken. Ihr erweitert ja wieder. Da steht was auch wieder mit einer spektakulären Neuheit zu tun hat. Was? Ja, also wir versuchen ja sowohl modellbauerisch als auch von dem Lebensgefühl, was wir vermitteln wollen. Wenn wir einen neuen Bauabschnitt bauen, fahren wir zum Beispiel auch hin, selbst nach Südamerika, um uns das dort anzugucken. Wollen wir natürlich Bilder vermitteln, aber wir wollen auch technische Raffinessen machen. Und Rio de Janeiro ist der Abschnitt, den wir jetzt gerade bauen, also wo wir intensiv mit Südamerikanern zusammen das bauen. Und was wäre Rio de Janeiro ohne Karneval? Aber wer einmal die Bilder vom Sambo Domo sich in Erinnerung hat, diese Wagen da mit den ganzen Tänzern und die da langfahren und dann sitzt man natürlich als Techniker, die sind so klein, die Figuren, und sagt sich, wie sollen wir denn das realisieren? Sollen wir da einfach einen Förderband, wo man kurbeln kann und dann gehen die da so über Kopf oder so? Nee, das muss natürlich mehr sein. Und da sind wir noch in der Erfindungsphase, auch wenn wir Rio de Janeiro dieses Jahr eigentlich noch eröffnen wollen, Karneval in Rio zu zeigen. Und ich
Das ist ein Test, dass es jetzt angeht. Das ist nämlich nur ein Testmodell. Das ist, mit solchen Sachen spielen wir sozusagen. Ah. Und gucken, wie wir mechanisch es hinbekommen könnten, Bewegungen hinzukriegen. Es läuft ganz leise Samba-Musik. Ja, hört man. Also das ist, das ist von der Hamburger Band übrigens, die das Hamburgo, die haben uns das gemacht. Die haben auch die Kostüme uns präsentiert und dann konnten wir nachbauen. Die sind also in voller Montur ins Wunderland gekommen. Und das ist ein ganz kleiner Ausschnitt von etwas, was wir planen, von einem Sambodrom, was ungefähr 2 Meter lang ist, diese ganzen Tribünen hat und so. Und ja. Da geht es nur für uns dazu, also das ist ein Pappmaché-Vogel. Das ist witzig, dass die Techniker, die eigentlich ja sonst nicht so mit Modellbau zu tun haben, dass die TechnikerInnen da sich die Mühe gemacht haben, das ist nämlich ganz neu, das noch mit Papier auszukleiden. Aber es ist einfach nur zum Ausprobieren. Ja. Das heißt, das Ganze ist ja nur Lehrgeld am Ende, um zu sehen, wie kriegen wir es hin, dass da, wir wissen nicht, ob 5, 6, 7, vielleicht schaffen wir sogar 8 Wagen, vielleicht auch nur 3, wo dann wirklich mit Ramba, Zamba und ganz viel Bewegung im Dauerbetrieb, 365 Tage im Jahr, 12 Stunden am Tag, möglichst wartungsfrei und staubresistent, das funktionieren soll. Ich jetzt weiß es noch nicht genau, aber das fängt ganz gut an. Das geht schon in die richtige Richtung. Hat man schon was, worauf man sich freut? Kann man das noch? Man kann es einfach spaßeshalber noch mal starten, dann kann man es noch mal angucken. Das ist so toll, das zu sehen, finde ich. Es gibt ja auch was zu feiern, ne? Ich meine, ihr feiert ja dieses Jahr 20. Ist doch so, ja, ist doch 20. Verrückt. Geburtstag. Feiert ihr denn in irgendeiner Form überhaupt oder verschiebt ihr das? Wir haben das natürlich überlegt, aber sowas muss man planen und es ist alles so unsicher im Moment, deswegen sagen wir, wir werden intern im Team anstoßen. Unsere Besucher werden uns gratulieren. Wir haben wahnsinnig toll, wird es in den Medien stattfinden. Das ist für uns natürlich großartig. Wir holen das wahrscheinlich zur unmöglichsten, unverrücktesten Weihnachtsfeier aller Zeiten im Team sozusagen nach. Und letztendlich hat das Team das erschaffen und muss das in irgendeiner Weise gewürdigt bekommen. Und das werden wir aber jetzt nicht mitten in diesem komplexen Sommer tun. Mhm. Auch wenn es im Sommer ja eigentlich fällt. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen ja eigentlich. Ne? Eigentlich ja. Ne? Wenn ihr so zurückblickt auf diese 20 Jahre, was glaubt ihr, was sind die herausragenden Eigenschaften, denen ihr das zu verdanken habt, dass das so geworden ist? Ich meine, ihr habt ja wirklich, als ihr angefangen habt, haben die meisten euch für verrückt erklärt. Einer der wichtigsten Aspekte sitzt, glaube ich, würde jeweils der andere sagen, neben einem gerade, man ist Zwillingsbruder, man denkt gleich, man vertraut sich blind. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Das sind jetzt die, ich könnte Ewigkeiten weiterreden, alleine hätte ich es ganz einfach nicht gemacht. Ja. Selbst wenn ich die Idee, er hatte sie, wenn ich sie gehabt hätte, ich hätte sie niemals alleine gemacht. Ja. Ich hätte vor den Kosten, vor den 2 Millionen Mark, die wir aufnehmen mussten, 100.000 Gäste hoffentlich mit einer Modelleisenbahn, kommen die oder kommen die nicht, ich hätte das niemals gemacht. Zu zweit guckt man sich einmal an. Ja, ja. Vor allem, er kritisiert es immer. Er ist so Realist. Ich bin so ein Träumer und ich habe immer verrückte Ideen und er haut die immer mir um den Kopf. Und aber da hasse ich ihn im Moment für. Aber es ist das Wertvollste überhaupt, wenn es jemanden gibt, der dir sagt, das ist scheiße. So, und dann überlegst du, hat er recht oder machst du es noch besser? Und ich habe dann so meistens das Gefühl, komm, wir machen es nochmal anders. Und das ist tatsächlich so. Das ist jetzt mal nur von uns beiden gesprochen, ist es ein Glücksding, dass wir Zwillinge sind, uns auch so lieben und auch, ja, auch manchmal hassen. Aber letztendlich ist das Team auch unschlagbar. Nach 20 Jahren sind die immer noch verrückt. Und ja, wenn man sie fragt, was ist das Wichtigste, was du im Wunderland brauchst, ja, verrückt sein, Spaß haben, spielen, nicht erwachsen werden, Kind sein. Und die kommen manchmal morgens mit Tunnelblick rein, dann weißt du, sie haben entweder schlecht geträumt und wollen das verarbeiten auf der Anlage oder sie haben wieder irgendwas draußen auf dem Bahnsteig gesehen, was anders war und wollen das gleich ins Wunderland mit reinpacken. Und diese Facetten bei so vielen Leuten, die alle anders sind, aus allen Altersschichten und Gesellschaftsschichten, die finden sich dann alle auf der Anlage wieder. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das jeder Besucher sich dann am Ende wiederfindet und sich mit irgendwas identifizieren kann und es am Ende ja auch noch niedlich findet. Und dann Gerrit mit seinem absoluten Technik-Spleen, das ist... Und viel Glück gehabt, muss man wirklich sagen. Der Standort, die Speicherstadt damals, als wir das entschieden haben, war im Dornröschenschlaf. Die Hafencity gab es noch nicht, das war noch Zollgebiet. Dieses Team gefunden zu haben und dann, ja, dass die Gäste kamen. Dass wir es geschafft haben, die ganze Familie zu begeistern und nicht eine nerdige Männer-Modelleisenbahn-Show zu sein. Das war auch Ziel. Und dann, ja, das eigentlich war es ein Selbstgänger. Wenn man einmal in dieser verrückten Welt drin ist, die Ideen sprudeln ja. Man braucht nur einmal durch die Stadt gehen und dann hat man schon wieder 30 neue Ideen. Und du kriegst jeden Tag Lob. Du kriegst den ganzen Tag Lob. Du siehst die erwachsenen Leute, wo die Augen zu kleinen Kinderaugen werden. Wenn ich irgendwie an der Software gehakelt habe und das funktioniert ja nicht, und ich brauche ja nur einmal rausgehen, mich an die Anlagenkante stellen, hören, was sie da sagen, wie die Männer ihren Freundinnen die Technik erklären und man daneben steht und sagt, soll ich dich jetzt... Nein. Blamieren oder nicht? Nein. Das macht schon Spaß. Dann, dass wir können jedes,
ob es politisch ist, ob es gesellschaftlich ist. Wir können jedes Thema in Bilder. Wir konnten Trump damals, als er gewählt worden, mal zeigen, wie es aussieht, wenn man Amerika einmauert, weil wir das Bild dazu liefern konnten. Wir haben diverse Shitstorme zwar da, aber auch die sind cool, weil die tun zwar in dem Moment weh und man wird nervös, aber im Endeffekt merkt man ja, aha, wir scheinen irgendwas richtig gemacht zu haben. Und das sind 20 Jahre voller Erlebnisse, also gerne nochmal. Steffi strahlt so. Kennst du es? Warst du schon da? Nein, ich war noch nie da. Ich will da jetzt unbedingt hin. Ja, musst du. Ich will wirklich unbedingt hin. Ich finde das so toll. Ich finde das so unfassbar schön. Man muss sagen, das ist der Hauptattraktionspunkt für Hamburg, für alle Touristen. Das ist mittlerweile das Miniaturwunderland. Ich habe Hamburg gerade erst für mich entdeckt. Deswegen, ich freue mich jetzt schon sehr darauf, euch besuchen zu kommen. Herzlich willkommen. Nee, komischerweise nicht. Also ich wundere mich gerade selber, weil ich würde unbedingt, also wenn, vielleicht, super. Sonst weiß ich jetzt, was ich mache. Haben wir mal offen? Können wir gleich rübergehen? Also ihr müsst unbedingt alle mal. Das Politische ist euch, du hast ja gerade den Trump schon erwähnt, also auch politisch wirklich Stellung zu beziehen, das war euch ja immer schon wichtig. Wird die Bundestagswahl in irgendeiner Form eine Rolle spielen? Wir haben das tatsächlich jahrelang gemacht. Also wir haben nicht die letzte, aber die beiden davor haben wir versucht mal. Also es war die Initialzündung, das muss dann also jetzt 12 Jahre her gewesen sein. Da war Europawahl im Mai und es hatte keiner Interesse daran. Es hat keiner gewählt. Und dann haben wir uns das erste Mal hingesetzt und haben gesagt, woran liegt das? Und da war so eine Politikverdrossenheit da. Und dann hat man immer, das ist nicht mehr greifbar für uns. Was wollen die Politiker? Und dann haben wir gesagt, das können wir doch greifbar machen. Und haben einen offenen Brief an die damals 5 Parteien geschrieben. Es wurden 6, weil die CSU ein eigenes Modell haben wollte. Und haben gesagt, Mensch, wir geben euch einen Quadratmeter. Ihr dürft euer Parteiprogramm mit unserem Modell bei uns zusammen mal darstellen, dass es plakativ wird. Das war sensationell. Das haben wir dann 4 Jahre später nochmal gemacht, haben aber gemerkt, dass es nicht so einen großen Anklang gefunden hat. Also es hat bei den Medien guten Anklang gefunden, die Politiker fanden das großartig, aber leider war diese Politikverdrossenheit bei diesen Modellen auch bei den Menschen wieder da. Die haben sich nicht so lange damit beschäftigt und dann haben wir damit aufgehört und haben uns anderen Themen gewidmet, wie Tierhaltung zum Beispiel vor 2 Jahren, als wir einen Mega-Shitstorm generiert haben, weil wir die Rollen mal vertauscht haben und Bilder mit als kleine Modelle gebaut haben, dass halt mal die Menschen irgendwo in diese Rolle schlüpfen. Und das hat nicht jedem gefallen, aber es hat für Furore gesorgt und hat Titelseiten gebracht und die Leute haben darüber diskutiert. Und das muss man dann mal aushalten. Ich muss sagen, ich habe 3 Tage nicht geschlafen, aber wie Gerrit das so schön sagte. Dann bin ich für dich nach Flensburg gefahren, ne? Ja, ja. Bei einigen Bauern hat das nicht gefallen und ja. Diese 3 Nächte haben es aber irgendwie ja gezeigt, dass wir in ein Wespennest gestochen haben, wo es richtig war, da mal reinzustechen. Ja, weil ihr damit natürlich auch Leute erreicht, glaube ich, die nicht die einschlägigen Fernsehsendungen sehen und Reportagen sich angucken und die einfach aber trotzdem sehr wohl dafür empfänglich sind für solche Kritik. Ja, wir haben auch viele Fans verloren. Also zum Beispiel diese Trump-Mauer, die Gerrit da eines Tages mit dieser Idee kam, also wirklich eine echte Mauer, um seinen Amerika-Abschnitt zu bauen und hat dann Make the World Great Again drauf geschrieben, The World Great Again. Wow. Das Bild ist um die Welt gegangen. Und wir haben zehntausende amerikanische Fans verloren. Pro Trump, gegen Trump. Es ging ja plötzlich gegen Amerika. Und dann sind sie ja wieder sehr stolz. Okay. Und das war auch natürlich krass. Dann haben uns die Medien gefragt, so, aber das sind doch eure Fans und das sind die Besucher, die du verlierst. Und da habe ich so einen magischen Satz gesagt. Der hat das Hamburger Abendblatt gesagt, lieber verliere ich ein paar Fans als meine Seele. Mhm. Und was ist dann passiert? Das ging wiederum in Deutschland weiter. Und dann haben wir 100.000 neue Fans gehabt, nur dadurch, dass man mal die Wahrheit gesagt hat, wie man das so sieht und so. Und deswegen hält sich das am Ende immer die Waage. Und ich bin der Meinung, dass viele Menschen viel, viel mutiger werden müssen und nicht immer diese Angst haben müssen, dass man irgendwo sein Image verliert, sein Bild verliert, eventuell mal nicht für die Zeit angesehen ist oder so. Gerade Prominente müssen nicht immer nur darauf achten, dass es alles im besten Schein ist. Man hat so eine Macht und so eine Möglichkeit, Themen anzusprechen, wenn man sich einfach traut. Sehr richtig. Bleibt bloß, wie ihr seid. Auf 20 Jahre Miniatur Wunderland. Prost. Auf die nächsten 20. Ja. Danke, Frederik und Gerrit.